Ich bin selektiver Rassist, ich mag nur Schwarze nicht. Also entschuldige mal. Von Falco Egoist rückwärts singen. Ich hatte den Song so sehr geliebt als Kind, dass ich den auf der Software zu Hause umgedreht habe bei All Ach, City. Du Scheiße. Habe es auch rückwärts gehört und konnte den Refrain auswendig rückwärts singen. Oh. Wenn du es wieder umgedreht hast, klang es echt wie Egoist. Ich kann es auch noch ein bisschen, glaube ich, aber ist lange her. Ja, dann sing doch mal unseren Intro-Jingle rückwärts jetzt hier, du Egoist. Geht der so? Keine Ahnung. Du hast gerade hier von Falco gesprochen. Wie geht das? Ja, ich kann Egoist rückwärts singen. Ja, mach mal. Die Leute sitzen on the edge, das jetzt zu hören. Ich versuch's mal. Wir müssen selbstständig umdrehen. Ich versuch's mal. Es ist echt schon 10 Jahre her mindestens. Mhm. Oh, genau, nu check chime. Zina chime, ze va chime. Ze u nie na umek chime. Ze mo schiste scherna finne. Okay. So eine Art war's. Mhm. Das ist Egoist. Es hat nicht mehr ganz gut geklungen wie früher. Ich erinnere mich an vieles nicht mehr, aber man könnte es erkennen rückwärts. Ich werde das dann mal rückwärts abspielen. Mach mal. Und dann vielleicht ein Instrumental drunter und dann zack. Na, hat ja nicht ganz jetzt vom Timing geklappt. Ne? Man müsste ja nur einen Klick auf dem Ohr haben oder so, so Rhythmus. Egal, sprich weiter, ich esse noch. Ich war mal Assistent auf einem Musikvideodreh und das war so ein Volksmusiksänger. Aber das war nur so ein Dorftyp, also kein Bekannter, aber der hat aber richtig viel Geld, hat das dann auch für das Video ausgegeben. Und der Plot war einfach nur, dass er halt im Wald steht und singt. Und er hat aber sein Playback vergessen und meinte, ach, ich sing's einfach jetzt so und die Kamera wird dann schon passen auf meinen Ursprungssong. Ich habe ja ein gutes Taktgefühl. Mhm. Regisseur und ich gucken uns an, das klappt niemals, Alter. Und er so, doch, vertraut mir, haben echt einen halben Tag da gedreht. Als wir dann im Schnittraum waren, hat's gar nicht funktioniert. Überhaupt nicht. Ich muss es nochmal drehen. Aber es gab nochmal Geld für das Team, für das Filmteam. Aber ja. Ich war nur Assistent, ich habe nicht viel gemacht. So, ich habe aufgeschmatzt und die Zuschauer, Zuhörer haben es vielleicht schon mitbekommen. Wir haben 180. Folge und einen Special Guest da. Wir haben Merlene hier vor uns sitzen. Und es ist eine vielgereiste Person quer über die Welt, über den Globus und jedwedes Thema, was wir heute ansprechen. Da wird vielleicht die ein oder andere Berichtigung von der Seite kommen. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, im Iran protestieren gerade die Frauen, dann geht der Finger hoch und sagt dann nämlich Merlene. Das sind auch ein paar Männer bei mittlerweile. So 2-3. Auch Transmänner vielleicht, Transfrauen. Bestimmt. Nicht binäre, wer weiß das schon. Ja, heute ist die Ausgabe mit der Zahl, wo viele Menschen wollen, dass wir diese Zahl als Tempolimit haben auf der Autobahn. 180? Ich dachte schon, oder? War das nicht gewünscht? Ist das nicht sehr hoch? Ich dachte eher so 110 oder so. 180 ist doch kein Limit. Da kannst du auch Bleifuß machen, oder? Ich dachte, 180 war so ein Wunsch. Echt, ja? Oder war es 130? Ich denke eher 130. Sorry, ja, ich hab mich vertan. Das war jetzt ein Gag. Ah, leider 50 Folgen vergessen. Wollte ich gerade sagen, ich war 50 Folgen schon aufschreiben, verdammt. Ja. Ich war jetzt gerade völlig lost mit Zahlen, aber so. Ich bin auch nur Pädagoge und Schauspieler, ich habe keine Ahnung von Zahlen. Ja. Sorry Leute, ich mache jetzt hier nochmal so ein bisschen am Mikrofon rum, das schuppert vielleicht ein bisschen, aber auch diese Special Effects gehören zu einer 180. Folge, das Staffelfinale, wir reden eigentlich nicht in Staffeln, aber das klingt einfach besser, wenn wir sagen, hey, das Staffelfinale. Und, zeig mir mal meinen Podcast mit irgendwie 18 Staffeln. Ja. Es gibt hier, keinen. Ich zeige gerade aufs Mikrofon. Also Fest und Flauschig gibt es auch schon sehr lange, aber uns gibt's. Wir sind noch fester und noch flauschiger. In mehr Staffeln, ja, vielleicht mehr Ausgaben, aber wir haben mehr Staffeln. Hm. Ich habe mich noch gestoßen zu Hause, übelst am Knie gerade. Das merke ich jetzt richtig hart, wie es richtig zwiebelt. Ja, du sitzt ja auch so da, dass hier gut Spannung auf dem Knie ist, ne? Ja, da liegt es vielleicht, ja. Wir haben halt so einen großen Katzenkatzbaum, der ist umgefallen letzte Nacht, haben wir einfach liegen lassen, weil wir dachten, scheiß drauf. Da bin ich voll dagegen gelaufen gerade, als ich raus wollte. Hm. Gestern ist das erste Mal passiert, dass die Katze irgendwie so zaghaft war in die Tür. Ich lasse ja hier immer die Nachbarskatze rein. Mhm. Und die hat gezögert das erste Mal. Das war ganz komisch. Als wird die in der Wohnung zusammengeschlagen oder so. Kann ja sein. Oder draußen zusammengeschlagen vielleicht, ne? Von irgendeinem Hund oder so oder einer anderen Katze. Ja, angespuckt, zusammengeschlagen. Merkt ihr, dass die Themen diese Woche etwas dünner sind? Noch eins, mir wurde ein Video zugeschickt von Vincent, ja. Dass man, wenn man Katzen hat, soll man so einen Kamm nehmen und das so dran rum, wie heißt das, so schrupp, schrupp machen. Mhm. Und dann würgen Katzen angeblich. Da gab es so 3 Videos, wo Katzen... Okay, Nachbarskatze, halt dich fest. Wo Katzen echt so machen. Danach kam noch so ein Schnitt von einem Typen, das klappt doch eh nicht. Dann macht er auch so und die Katze...
Und ich habe es vorhin gesehen, ja, von Vincent, dachte mir, ich habe ja zwei Katzen, zwei Kater, kann also eine wissenschaftliche These hier machen. Mhm. Und es hat nicht geklappt. Okay. Ich kann es euch gerne nachher mal zeigen. Ich habe es nicht gepostet, weil man nämlich beim Video unsere Adresse erahnen kann, wenn man nicht nach draußen gucken kann durchs Fenster. Mhm. Aber ich kann es ja euch zeigen. Ich dachte, du wolltest es nicht posten, weil die Leute nicht denken sollen, dass du deinen Katzen folterst. Aber okay. Das hat mit Folter nichts zu tun. Einfach nur, wie die auf so ein Ding Ja, okay. Gehen. Also okay, ich gehe jetzt mal zu einem Menschen und bringe den dazu zu kotzen. Nee, nur würgen. Die machen halt so ein Geräusch irgendwie. So. Aber alles wieder gut danach. Oder manche, das ist angenehm für die. Oder manche Katzen haben Angst vor Gurken. Mhm. Wenn du Gurken auf den Boden legst, rennen die weg. Habe ich auch versucht, machen es auch nicht. Also ich habe meiner Katze so ein ganz kleines Knäuel an Klebeband so an die Seite so dran geklebt. Oh, und da werden die wahnsinnig. Ja, das hassen die. Wir haben auch das Problem, dass unsere Katzen manchmal die Klospülung betätigen, ne? Und wir kriegen keine Lösung, dass sie aufhören. Da wurde uns auch als Tipp zugeschickt. Armfolie. Dass, bitte? Armfolie. Ein Bild von einem Hund. Alufolie. Nee, wir hatten den Tipp von Klebestreifen doppelseitiges, weil die dann so festkleben. Oh Gott. Hat nicht funktioniert. Die bleiben dann da kleben. Nee, die machen dann so also die mögen das nicht, weil die wieder abkommen. Hm. Das machen viele auch so auf ihren Tischen, wenn die Katzen nicht drauf sollen. Wow, aber ich will keine Katze auf dem Tisch, also versaue ich mir einen Tisch, in dem der einfach klebt. Nur als vorübergehendes, wie heißt das, Konditionierungsding, weißt du? Und dann machst du es irgendwann wieder ab, wenn sie, wie über Elefanten, habe ich mal gelesen. Ja, schlagen und eine Glocke und wenn sie dann die Glocke hören, dann au! Ja, bei Elefanten darf es nämlich so sein, dass wenn die nicht weglaufen sollen, sollst du erst richtig krasse Ketten nehmen und die darin quasi festbinden an irgendeinem Pfahl. Das ist ja eine neue Idee. Dann versuchen die wegzukommen. Ja. Und nach einer Zeit kannst du dann ein Seil drum machen, danach machst du nur noch so einen dünnen Faden, weil die immer noch denken, es wäre eine Kette und die machen es gar nicht mehr. Rotzenhull. Rotzenhull. Die lernen es nicht mehr zu machen. Aber machst du nicht hier irgendwie, du schreibst doch über sowas, warum Menschen sich besser als Tiere sehen. Da hast du das schon erste Proband hier. Ja. Echt? Dumme Elefanten. Dann klebe ich die Tiere an den Tisch fest und dann gehen die nicht mehr auf den Tisch rum. Machst du eine Forschung zum Thema Menschen, die sich wie Tiere fühlen? Ja, also ich Was? Moment. Puppy Play oder wie? Nein, das hast du jetzt etwas verdreht. Ach so. Nein, warum Menschen sich mehr wert als Tiere sehen, sowas auch mit Essen so, und so. Ach so, ich dachte, es Menschen, die sich wie Tiere fühlen, so Puppy Play und sowas. Schade, aber auch cool. Schade, aber auch okay. Vielleicht eine Masterarbeit, vielleicht komme ich da nochmal drauf zurück. Dann. Ah, dann willst du auch so ein bisschen auf diese vegane Thematik eingehen und so, warum, ja, genau. Spannend. Speziesismus. Geil. Ja. Also ich bin Spezizist, nicht Spezifizist, sondern Spezizist, ne? Weil ich halt Katzen doof finde. Ach so. Ja. Das ist da bin ich Allergen. Das ist dann selektiv. Wenn du nicht ja, aber ich bin ja auch Rassist, wenn ich nur Schwarze nicht mag, oder? Ach so, stimmt. Kann sein. Sehr. Ja, doch, ich bin selektiver Rassist. Ich mag nur Schwarze nicht. Also, entschuldige mal. Nicht ganz so schlimm, hört mal auf, mich zu kritisieren. Also Asiaten und so, alles cool, aber wenn ich einen Schwarzen sehe, ja. Ja, in diesem Sinne ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Wenn ich Schwarze sehe, mache ich immer an so einem Kamm rum. Also ein saftiges Aloha, liebe Leute. Wir haben auf jeden Fall hier eine 180. Ausgabe. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Macht euch die Hose auf, was man so sagt. Schön, wir sind Rinko, Tinko und Minko. Ich hatte einen anderen Namen gesagt, aber so. Honko, Honko und Monko. Er hat doch schon mal Minko, als Mio hier war. Stimmt. War auch schon Minko. Hm. Schwierig, ja. Ja, schwierig. Leute, wir haben keine Idee, was wir machen können, um das Jubiläum zu feiern. Das sagt keine das Ahnung. Doch nicht immer so unter Wert verkaufen hier. Wir haben uns hier richtig was überlegt. Sind transparent. Wir haben das erste Mal Lebkuchen auf dem Tisch. Wir haben eine Club Mate. Wir haben hier richtig weihnachtliche Stimmung. Außerdem haben wir Merlin Berlin da. Merlin Berlin. Ja. Und ich bin zurückgekehrt zu Papier. Ja, das sind alles Specials. Ja. Und ich habe hier so ein Gummi. Wir können hier Musik machen. Ja, warte, oder mach du mal, ich halte hier. Ja, das ist schon geiles Jingle, so, ne? Nice, ja, so mach er. Fette Bassline hier zum Intro. So macht Scooter seine Techno, seine Basslines. Dieser Scooter. Und ein Ibuprofen haben wir ja auch liegen. Ja. Es gibt auch noch andere Anbieter, wie jetzt Aspirin und das ist was anderes, Cola oder? Und Zitrone. Ja, heute ist so ein bisschen die wirre Ausgabe, aber es ist okay. Es ist eine entspannte Ausgabe, würde ich mal sagen. Der Herbst bricht an, weißt du? Es ist November, es wird immer kälter, es genau. ist richtig kalt. Heute, ihr habt es erraten, das ist natürlich alles hier Quatsch, was wir gesagt haben. Heute ist einfach mal die zwanglose Folge, wo alles geht, weißt du? Wir flowen hier so durch, es gibt keine Struktur, wir lassen einfach mal locker. Ich habe auch ein Loch in der Hose, da guckt mein Arsch aus. Die Wochenbewertung machen wir heute mal in Buchstaben. Mhm. Ich finde, die Woche war eine G.
1G heute oder 5G. Ja, die Spotify-Playlist mache ich jetzt mal von Picasso und Gemälde. Mach ja. Keinen Song. Doch. Gut, Merlin Berlin, pass mal auf, folgendermaßen. Oh, im Iran passieren ja Dinge. Ja. Ich will das hier nicht gleich wieder so politisch und weltpolitisch aufladen, ja. Ist deswegen, ja auch nur eine Kleinigkeit. Ist nur eine Kleinigkeit. Deswegen behandeln wir dieses Thema doch nur mit einer lustigen kleinen Internet-Challenge. Denn im Iran gibt es ja viele Sachen nicht. Instagram gibt es da aber noch. Und auf Instagram posten jetzt ganz viele Leute, wie sie heimlich Mullahs filmen. Und ein Mullah ist ja, da hat er so die Sittenpolizei quasi. Mhm. Und dann so den Turban, was sich gar nicht gehört, ja, der Turban muss auf, den Turban so runterschlagen und wegrennen. Das ist die neue Challenge. Ja. Und das ist doch mal Protest. Das ist ein bisschen wie Deutschland, als sie diese, dass sie diese Tunnel so, so bekannt waren, dass man in so ein Schloss reinmacht, in den Tunnel am Ohr. Da, ich glaube, das ist ähnliche Tragweite. Ich glaube, Deutschland hat unter diesen Tunneln auf jeden Fall genauso gelitten. Wie unter diesen Leuten, die Tunnel haben, auf jeden Fall. Ja, ich konnte das nicht... Oh, schlimm. Ja, es ist schon sehr mutig, weil ich glaube, du wirst dann sofort wahrscheinlich hops genommen, ne, wenn du da irgendwie so einen Turban vom Kopf steckst. Ja, also es passiert halt meistens in so Settings, wo dann viele Leute drumherum sind und dann nichts passiert. Aber wenn sie dich erwischen irgendwie, ist es, glaube ich, schwierig. Ja. Es wäre denn hier genauso schlimm? Wie kann man das denn vergleichen? Einem Polizisten den Schlagstock klauen, aber selbst das ist noch entspannt. Wahrscheinlich die Polizisten die Pistole klauen. Das geht gar nicht. Wisst ihr warum? Du weißt bestimmt, oder? Warum man Polizisten die Waffen nicht wegnehmen kann? Genau, das geht nur aus einem gewissen Winkel, ne? Irgendwie. Also es geht nur, wenn die es von oben greifen. Du kommst von vorne und hinten gar nicht, kriegst du die Pistole gar nicht raus. Leider habe ich auch. Ja, aber du kannst ja so geschickt so von oben rein, oder? So ganz so Taschenspieler. Warte mal, Bernd. Bernd, warum heißt der Polizist jetzt wieder Bernd? Es gibt Polizisten, die Bernd heißen. Das will ich nicht bestreiten. So, guck, also. Ich glaube nur, das ist tendenziös Frage. Von dir. Aber da kommen wir gleich noch zu. Wir haben nämlich hier in Weimar so ein richtig lokales Thema. Merlin Berlin und ich waren da vorhin Zeuge von einem Event. Oh. Aber kommen wir dazu gleich oder kommen wir dazu jetzt? Was ist denn im Iran? Interessiert uns das noch weiter, oder? Ja, ist immer noch so, dass die Frauen für ihre Rechte kämpfen. Ach so. Ja. Das darf man nicht vergessen. In Thüringen muss man auch mal mehr für die Rechte kämpfen. Und er hat übrigens recht, dass Joko und Klaas ihre einzelnen Accounts verschenkt haben. Was für ein Ding? Ihre einzelnen Accounts verschenkt haben, nicht den gemeinsamen. Du hast in den letzten Podcast. Ja, aber da, also ihr gemeinsamer, sie haben ihre eigenen Accounts quasi jeweils gespendet. Die kriegen auch immer mehr Follower mittlerweile. Also, ja, dann ist nice. Aber also ich war halt auf dem einen Profil, wo dann halt auch dieses Video, also das 15-Minuten-Video war, und da stand halt Joko und Klaas drüber. Deswegen dachte ich, who knows? Oder alle drei? Keine Ahnung. Ja, ich habe wieder Fake News verbreitet. Leute, wir sind hier keine Nachrichtensendung. Das machen wir beide ständig. Wir sprechen hier jede dritte Folge über MCM. Machen wir heute wieder. Und nein, oder? Was wollt ihr denn erwarten von mir? Ja? War das Event mit der Polizei? Mit MCM? Unter anderem. Ach. Aber es gab noch ein anderes Event. Also Events in Weimar gab es noch und nöcher. Da müssen wir, das ist die lokale, zwanglose, legere Ausgabe. Denn wir müssen auch über unseren Herrn Bürgermeister Oberst Kleine reden. Horst Kleine? Horst Scheiße. Wessel, warte. Nee, also wir kommen von einem Thema ins andere, aber so ist das hier mit unserem geilen Flow. Erzähl mal, wie geht's? Der Iran. Ist ein schönes Land. Ich kämpfe immer noch, ich habe keine aktuellen Daten. Prince of Persia war ein geiles Spiel. Kenne ich nicht. Ja. Also vom Hörensagen kenne ich es, aus der Werbung vielleicht. Das erste Sands of Time, Alter, Prince richtig geil. Prince of Persia. Jetzt für Game Boy Color. Genau, aber jetzt musst du, wenn wir schon alle Themen hier gerade kreuz und quer ansprechen, haben wir das mit dem Soul-Event schon mit dieser Stampede? Es gab totes Opfer. Ja, aber haben wir das letzte Folge? Nein, haben wir nicht gehabt. Nicht, weil das war entweder kurz danach oder... Es war nach okay. Halloween. Komm mal dazu, Leute, es ist so viel passiert, ne? Ich komme gar nicht zu Rande jetzt hier. Jetzt kommen die Post-Halloween-News quasi erst rein und in Südkorea, in Seoul gab es einen... Jetzt entspann dich mal, Tino. In Iran, die Mullahs sind böse, Freiheit für Frauen, zieht euch aus, Frauen, finde ich eh immer gut. Lasst das so. Also lasst euch ausgezogen und zieht auch die Mullahs weiter aus. Nee, ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, das ist doch mal eine geile Art, das Internet und so Internet-Challenges zu nutzen, für einen guten Zweck, weißt du? Nicht, einfach nicht sich immer mit Eiswasser überkippen und so ein Scheiß. Hat ja auch was. Ich gebracht. Weiß. Hat auch was gebracht. Nicht hier Tide Pods essen. Ja. So. Ach, die richtigen Mullahs, die Tide Pods essen? Ja. Das wollte ich gerade sagen. Also, die können das mal als Gegenabwehr machen. Ja. Die haben auch Challenges. Die essen jetzt hier irgendwelche
Spülmaschinentabs. Ja, oder was wir letzte Woche hatten mit sich den Anus sonnen. Das können ja jetzt auch die ganzen Leute, die sonst verhüllt rumlaufen sollen, mal machen. Arschloch in die Sonne halten, auch, ja. auch mit Burka möglich. Ja. Genau, auf jeden Fall. Bleibt dran. Was die Polizei schon zu Assi Toni gesagt hat, mach weiter. Ich unterstütze euch, liebe Frauen und auch Männer im Iran. Alle Menschen im Iran. Alle. Die lieb sind, die friedlich sind. Hm. Die supporten wir hier im Podcast. Mullah haben keinen Puller. War das nicht auch Moderator von MTV oder so? Ja, genau. Mullah Adipösi. Mullah Adipösi. Aber er war sehr schlank für seinen Namen. Ist das eigentlich jetzt gerade schon dieser Rassismus gewesen? Immer wenn ich Mullah Adipösi sehe, dann muss ich an so einem Kamm rum. Egal. ja, was ist das heute? Das ist eine gute Folge. Es wird die beste Folge seit einer Woche. So, also. Siol. Nee, komm jetzt mal nicht hier. Wir kommen jetzt mal zu den lokalen News. Ja? Weil okay, ich muss das raushauen, bevor ich es vergessen habe. Das spielen wir hier vor, Mann. Was ist denn passiert? Am Montag war Halloween, kommen wir gleich zu, war ich unterwegs, habe eine Schwurbel-Demo getroffen und zwar interessant. Habe ich auch Stream gemacht zu. Aber als ich da unterwegs war, habe ich gesehen, wie auf dem Theaterplatz ein Gebilde aufgebaut wurde, was du vielleicht auch schon beobachtet hast. Da steht jetzt eine kleine Holzhütte, will ich es mal nennen, auf der steht, Weimar hat ein Neonazi-Problem oder ein Nazi-Problem oder so. Neonazi-Problem. Ja, und das steht da halt jetzt seit Dienstag quasi, Dienstagmorgen, und ist auch alles angemeldet und so. Und da sind wir heute vorbei und da gab es diverse Individuen, ich würde sagen so 4 vielleicht insgesamt, die damit ein Problem hatten. Mhm. Ja. Und als wir noch vorbeigelaufen sind, hieß es noch so, und da musste ich echt lachen, so, ja, das ist hier überhaupt nicht abgesichert, da steht kein Feuerlöscher rum, dieses Gebilde ist es halt, ich habe halt Hütte gesagt, aber es ist keine Hütte. Es ist auch, glaube ich, nach oben hin offen oder so. Es ist einfach ein Kunstwerk, dachte ich. Ja, es ist halt ein Gestell mit so Leinwänden dran, wo ein Text draufsteht. Ja. Zu viel Text, zu wenig Bilder, wenn du mich fragst. Wo sind die eingeschlagenen Ausländerköpfe, die wirklich also, ja, da kommen die wieder so mit, ja, das sind alles emotionale Bilder und so, wir müssen uns inhaltlich mehr abholen. Es gibt immer irgendwas zu meckern. Ja. Es war mir zu viel Text, ich habe es noch nicht gelesen, tut mir leid. Aber ich unterstütze das, weil Migrantifa ist ein gutes Wortspiel. Ja. Das steht da nämlich drauf. So. Egal. Ursprünglich hat er halt gesagt, ja, das ist hier nicht alles abgesichert, das ist hier falsch und so, da kein Feuerlöscher, wenn hier was passiert. So ein Scheißgeschwaller, ja. Zufällig AfD-Wähler bestimmt. Das war nicht ersichtlich, aber dann hat er sich halt diesem Gebilde noch genähert und dann kam ein anderer dazu und der hat dann gesagt, ich glaube mehr oder weniger wortwörtlich, mein Opa war auch in der SS und hat da gedient und deswegen bin ich jetzt Nazi. Ich bin Deutscher. Und das hat er auch gesagt. Ich bin selber Deutscher, ich bin selber Deutscher. Aber er hat sich angesprochen gefühlt von dem Denken. Er war sehr getriggert. Mhm. Er war wirklich sehr getriggert. Die Polizei war auch bereits vor Ort. Also die standen da wahrscheinlich schon eine Weile. Es gab auch Leute, die irgendwas draufgeschrieben haben. Es gibt so Edding-Gekriegsel. Vorne, wir haben echt eine Weile gedauert, das zu entziffern. Und es steht drauf, was ist aber mit den Ausländern, die Mädchen vergewaltigen? Ja. Steht da drauf. So. Was soll denn mit denen sein? Ja. Ich habe schon vorgeschlagen, wenn ich das jetzt hier im Podcast sage, wenn ich es im Podcast sage, kann es ja jeder Hörer gewesen sein. Ich habe vorgeschlagen, mit Edding drüber schreiben, https://wikipedia/whataboutism. Ja. Danke, dass du den Begriff nennst, weil ich versuche, diesen Begriff zu vermeiden, ja. Weil er immer so als Totschlagargument von... Naja, aber das ist ja, es ist halt wirklich wortwörtlich das. Aber was ist denn mit... Ja. Und das steht auf der Innenseite auch nochmal. Also die Person hat nicht so viele Gegenargumente gefunden, das Gleiche halt nochmal geschrieben. Und ich weiß nicht, ob das die gleichen waren, die dann da halt zu viert rumstanden. Eine Frau, 3 Kerle. Und die haben sich dann halt beschwert, so, das muss weg, das ist nicht von der Stadt genehmigt, was halt Quatsch ist. Das stimmt überhaupt nicht. Die tendieren immer sofort zu irgendwelchen Fake News. Aber das ist ja auch so eine Strategie. Man wirft erstmal alles gegen eine Wand und hofft, dass irgendwas kleben bleibt. So, genau, das ist eine Strategie so. Ja. Na gut, ich glaube, so im Suff und fertig wie die waren, haben die jetzt nicht eine bewusste Strategie verfolgt, aber ja. Das und dann kennst du ihn wiederum. Der eine, der mit Mut angetrunken für einen großen Plan, den sie sich da entwickelt haben. Ja, wahrscheinlich. Der eine mit dem Feuerlöscher hat dann noch mit so einem anderen geredet. Da standen wir daneben und dann hieß es so, der andere sagt so,
Ja, aber dann sprechen Sie doch mal ruhiger, da können wir doch hier eine ordentliche Debatte haben oder so. Und dann hat er halt weiter rumgeschrien und so schön im Sonnenlicht hat man so richtig schön den Sprühregen aus seinem Mund gesehen, so beim Schreien, ja. Und dann hat dieser andere unbescholtene Bürger auf einmal gesagt, jetzt hören Sie doch auf, mich hier so anzuschreien. Ist ja auch richtig von 0 auf 100 ausgerastet. Cool. Ja, das war auf jeden Fall ein Event, ja, sag ich mal. Finde ich witzig. Ist sehr interessant, dass sie sich halt wirklich so angesprochen fühlen. Weißt du, also das Ding ist, man kann ja drüber streiten, ob das jetzt in Weimar schlimmer ist als in anderen Städten. Neonazi-Problem, ja, was, da steht da halt. Aber keine Ahnung, wenn es jetzt hier, zum Beispiel, es gab ja die Bandidos, ja. Ja. So, das waren jetzt wahrscheinlich auch nicht so viele. Weiß ich nicht. Damals. Vielleicht auch, wir brauchen gar nicht die Bandidos als Beispiel. Wenn du jetzt hier eine Sleeper Cell von 5 Neonazis hast, die aber dafür jede Nacht irgendwie rumreisen und Gebäude anzünden oder so, kann man ja trotzdem sagen, Weimar hat ein Neonazi-Problem. Ja, genau. Auch wenn es nur 5 sind. Ja. So. Und deswegen finde ich es halt echt erstaunlich, dass sie sich davon so getriggert fühlen. Leute, wenn ihr keine Neonazis seid und irgendwo lest, wir haben ein Nazi-Problem, dann sagt einfach nur, ja, Nazis sind scheiße und wir sollten alles tun, damit es die nicht mehr gibt. Aber mein Opa hat auch in der SS gedient und warum meine ist der auch jetzt plötzlich ein Nazi? Ja, genau. Wahrscheinlich ist auch Hitler für euch ein Nazi, ja? Also ja. Unglaublich. Der war doch Sozialist, steht doch im Namen. Ist ein Linker gewesen. Das ist eigentlich, ja, der hat eigentlich, Marx war eigentlich... sein großes Vorbild. Ja. Er hat so die Kommunisten auch alle erschießen lassen und so, aber es ist ja... Das sind Kleinigkeiten, Details. Und China ist auch kommunistisch auf jeden Fall. Naja, ja, das war auf jeden Fall das. Letztes Wochenende habe ich den Film Mein Führer gesehen von mit Helge Schneider. Mhm. Er selbst hasst den Film zwar, er mochte den Film gar nicht, aber ich finde ihn sehr witzig. Mhm. Und da geht es halt darum, dass Hitler nicht mehr in Form ist und es gibt so einen jüdischen Schauspieler, den er wohl gut findet. Das soll ihn zu neuen Kräften bringen. Spielt er selber den Hitler oder was? Hitler, genau, Helge Schneider. Auch sehr gut, wie ich finde. Und dieser Schauspieler soll ihm halt zu neuen Kräften bringen und mit ihm reden üben und so weiter. Und es ist geschichtlich jetzt nicht ganz akkurat, aber es ist auch nicht der Anspruch. Also es geht so ein bisschen darum, eine alternative Geschichte zu erzählen, ne? Wie es auch hätte enden können und so weiter. Hm. Also sehr spannend und kann man sich angucken. Ist schon echt alt, 2006 oder so. Also das ist für dich echt alt. Ja, schon. Hm. Ich bin da auch hier noch jung. Hm. Bin auch noch Generation. Alisa ist echt alt, ey. Die ist übelst alt. Echt alt. Wird bei 2005 Jahrgang. 2018 nächstes Jahr, ne? Mh, echt alt. Eklig. So, dann ist aber noch mehr in Weimar passiert. Es gab noch ein großes Aufgebot von der Polizei. Mhm. Kommen wir gleich zu. Ich will nur schon mal die Leute ein bisschen teasen, weil wir sind jetzt hier 180. Folge. Bleib dran. Ja, da kann man auf jeden Fall neue Themen teasen. Ich war bei der Demo von den, ja, was sind das, besorgten Bürgern oder so? Arschgeburten, kann man auch sagen. Das wäre korrekter. Tino, jetzt verteufelst du die, aber jetzt baust du einen Wall auf, den es einzureißen das gilt. Das hat der Teufel nicht verdient. Also du verhältst dich genauso, wie ich empfangen wurde da. Pass auf, folgendermaßen. Also die Leute, die den Stream gesehen haben, immer Montag 20 Uhr und Mittwoch 20 Uhr auf Twitch, die wissen mehr. Die waren live dabei, aber eigentlich wollte ich nur nachts rumziehen und so ein bisschen Scheiße bauen, so winzige Pranks. Weißt du, ich habe wie sagt man, so eine Tür, die so, sich so öffnet, eine automatische Tür. Wie nennt man das? Keine Drehtür? Man stellt sich davor, ja, Sesam öffnet dich quasi. Bei Ewe und so, ne? Ja, wie heißen diesen Türen? Schiebetüren? Nee, die haben doch einen Namen. Stimmt, oder? Hat ihr nicht einen Begriff? Fällt mir gerade nicht ein. Automatiktür? Das klingt, ne, aber Automatiktür kann ja auch so eine sein, die so aufschwingt. Weißt du, die wollten Scheiße machen, die wollten Scheiße Das geben. Ist auf jeden Fall ein sehr relevanter Punkt für meine Geschichte. Nicht, aber egal, so eine Tür habe ich halt zugeklebt. Mit einem Stück Panzertape. Ich habe die Mörder-Pranks des Jahrtausends gemacht. Ja, und dabei bin ich zufällig über diesen Mob gestoßen. Den Wischmob? Genau, der über das Eck von, bei der katholischen Kirche ist das, glaube ich. Da hat er sich gerade versammelt. Und auch echt viel Polizei dabei. Und da bin ich reingegangen und habe nachgefragt, weil eine nette Frau hat mit drei anderen so ein Schild hochgehalten, auf dem stand, Weimar hat die Schnauze voll. Ja, von den Leuten, ja. Und da habe ich gefragt, weil ich bin ja auch Weimar, Entschuldigung, wovon hat Weimar denn die Schnauze voll? Mhm. Und da hat sie gleich relativ aggressiv reagiert, so wie du gerade. King Merkel! Nee, da, da hör doch mal zu, weil die spricht doch gerade. So. Nee, aber ich frage doch sie, weil sie halten das Schild hoch. Ich werde keine Ahnung haben, was sie da hochhält. Nee, aber da hört doch jetzt mal zu. Und dann habe ich halt ein bisschen gestichelt und habe gesagt, ach, sie brauchen erst jemanden, der ihnen das quasi vorkaut, was sie denken sollen. So. Und da ging es halt direkt von 0 auf 100 los. Da kam von hinten direkt die Stimme,
Du gehst jetzt besser. Und dann hat die Frau sich umgedreht. Nee, das ist bestimmt so ein bekloppter Linker wieder. Der versteht das eh alles nicht. Dem musst du das auf Babysprache übersetzen und er versteht das wieder nicht. Ja, so, und dann kam direkt die Polizei. Geh am besten gleich wieder, wenn du dir Fragen stellst. Ja, dann kam die Polizei an. Hat er auch gleich gesagt, ja, was, hier ist ja stunk oder was? Ich so, ne, ich habe nur Fragen gestellt. Und die Polizistin dann sich gleich ein bisschen unglücklich formuliert, glaube ich. Ja, was muss man doch nicht machen, jetzt hier Fragen stellen, oder? So Fragen stellen, so wirklich das most ja, basic ja thing, was man tun kann. Ist ja albern. Ja, das muss man doch jetzt nicht hier machen. Ja, aber es war dann nicht weiter schlimm. Und da habe ich dann Oberbürgermeister Peter Kleiner ganz am Ende von diesem Flaschenzug gefunden und habe auch mit ihm kurz geredet. Herr Kleiner, was halten Sie davon? Ja. Habe ich gefragt. Und er hat halt, also er wurde von einem Menschen begleitet, der direkt sehr, sehr argwöhnig war, weil ich einen Livestream laufen hatte, also ein Tongerät, wie er es nannte. Aber Herr Kleiner hat sich dann halt so gegeben, ja, man muss ja mal gucken, die Leute haben ja Angst und man muss sich ja ein Bild machen und so. Ja, jede Woche am besten da. Man muss sich jede Woche am Montag immer schön ein Bild machen. Und schön auch Zeit, um sie auch mal zu fühlen, wie die auch. Weil ja. Auch drauf schreiben, Merkel muss sterben. Einfach fürs Gefühl, so, weißt du? Ja, das will ich ihm halt jetzt nicht unterstellen. Ja. Vielleicht ist das ein bisschen on the edge. Ich weiß es nicht. Ich kenne den gar nicht so weiter. Also vielleicht müssen wir doch mal einen Podcast einleitern. Zu unserer Live-Ausgabe können wir auch mal ein paar Gäste einladen, so, weißt du? Herrn Kleine, Herr Ramelow. 200. zur Ausgabe, wir kündigen an, Herr Kleine, wir werden dort und dort auf dem Theaterplatz sein. Stellen Sie sich. Der Polizei. Ja. Ja. Es ist ja wie Höcke, der auch auf irgendwelchen richtigen Fascho-Demos gefilmt worden ist, als er noch unbekannt war, weil es nur nachgetragen worden ist. Und sein Kommentar war nur, ich habe mich ausprobiert, wollte mir mal davon ein eigenes Bild machen, will das mal angucken. Aber er war noch nie auf einer linken Demo, auf dem CSD war er auch noch nie gewesen, um mal ein Bild zu machen, nur auf Nazi-Aufmärschen. Spannend. Also wenn ich mit meinem Kamm durch bin, habe ich jetzt auch mal überlegt, ich würde mal bei so einer Kreuzverbrennung vom Ku Klux Klan mal so reinfühlen wollen, wie sich das so, warum die, was die für Sorgen haben und so. Da würde ich mal reinhorchen. Ernst nehmen die Leute, ne? Ja, das ist natürlich jetzt hier sehr polemisch übertrieben, aber... Also das Ding ist, das ist ja auch jetzt ein bisschen schwierigeres Thema. Habe ich auch mit Friedrich danach noch länger gesprochen. Dieses Corona ist eine Lüge-Ding, das kann ich halt relativ easy abtun als, ja, okay, dumm, ja. Halt aber stimmen, ja. Wenn jetzt halt die Leute sagen, hier, wir finden es nicht gut, dass die Ukraine mit Waffen beliefert wird. Das kann man gern kritisieren, ne? Ja, und von diesen Leuten waren da halt einige dabei. So, da ging es schon, glaube ich, drum, ja, wir stehen für Frieden hier. Es ist halt ein viel schwierigeres Thema, als zu sagen, da ist eine Krankheit, die existiert eigentlich gar nicht. Weißt du? Aber es tummeln sich schon auch dieselben Leute auf diesen Demos wie auf den Corona-Demos. Das stimmt. Ich habe auch die üblichen verdächtigen Bauhaus-Assis und so dort gesehen. Also es hat mich nichts überrascht. Und ich war ja auch vor 3 Wochen auf so einer Demo, aber ich war abseits ein bisschen, habe ich da hingesetzt mit so ein bisschen was zu essen. Mit Popcorn? Ja, ungefähr. Ich glaube mit Mio und noch ein paar Leuten, um es mal anzuhören. Die reden auch. Und das waren teilweise echt NPD-Parolen. Die kannte ich von vor 10 Jahren noch, als ich in Erfurt auf irgendwelchen Antifa-Demos war, um halt die NPD zu nerven. Das waren die gleichen Parolen irgendwie. Gegen die Diktatur und wir müssen die Masseneinwanderung nach Deutschland stoppen, wir haben eigene Probleme. Das sind Sachen, die die NPD vor 10 Jahren schon gebracht hat. Und was ja auch das Kerngeschäft der NPD war, ja, gegen Masseneinwanderung und gegen die Diktatur, wo die ja selbst einen einführen ja, wollten. Ja, gegen die Diktatur ist natürlich so eine allgemeine Kampfphrase. Aber die haben halt alle applaudiert. Also dann war es diese Rednerin so ja, na, also wenn du auf einer linken Demo stehst, die sagt gegen Diktatur, applaudierst du auch. Das ist ja, du musst ja, also da muss das ich glaube ich schon. Das nicht auf linken Demos gegen Diktatur, das ist ja Quatsch. Also ich applaudiere auch nur, ja, wenn ich da auch dahinter stehe. Wenn die Linken jetzt sagen, ey, hier, wir sind gegen eine Diktatur in Russland oder was weiß ich, weißt du? Ich meine nur, das ist eine allgemeine Hülse von einer Phrase. Nein, da kann man erstmal. Deutschlands. Die waren gegen Meinungsdiktatur. Ist mir schon klar. Ich meine nur aus deren Sicht, ja? Die halt eine andere ist, als du eine hast. Eine sehr dumme Sicht. Ich meine, wir haben keine Diktatur. Es ist einfach Fakt. Es ist keine Diktatur. Das weiß ich selber. Aber aus deren Sicht, ja? So. Kann man sich schon erstmal ein bisschen... Ja, aus dann Hitlers Sicht dann zieht er jetzt die weiße Kutte an, Tino, mit der spitzen Mütze und mach die Fackel an und spür dich da mal ganz kurz rein. Wenn die wirklich, da stehen halt wirklich Leute, die möchten Frieden auf der Welt, da ist auch die Mutti dabei. Klar haben die dann falsche Ansichten und so, ja? Ja. Aber die stehen halt wirklich da und denken, ja, wir wollen nicht, dass Menschen sterben. Wir wollen, das ist natürlich nicht so einfach und ja,
wir nehmen jetzt Zelensky alle Waffen weg und dann setzt er sich mal mit den Russen an einen Tisch und dann diskutieren die mal. Ja, da hat er aber viel zu sagen. So. Das ist natürlich Quatsch, ja. Aber es ist halt nicht so ein leichtes Thema, wie zu sagen, Corona existiert nicht, ist dumm. Klar, das so. Ist dann nochmal ein Gefälle. Wenn du dich da reinfühlst und sagst, ey, wir liefern Waffen irgendwie in Kriegsgebiete, das finden wir nicht so gut. Das ist ja erstmal valide. Aber er geht doch nicht auf Demos, weil er gesagt hat, ich bin gegen eine Meinungsdiktatur und gegen Masseneinwanderung. Das ist ja, da, also das habe ich da nicht gehört, Masseneinwanderung. Da würde ich gehen und sagen, es ist nicht meine Demo, die bleiben da. Und zwar in 10 Punkte, weißt du. Hm. Bei einem war so Applaus, dann Punkt 10, gegen die Meinungsdiktatur und gegen Masseneinwanderung. Alle, ja, geil. Das war der größte Applaus, weißt ja, du. Ja, also und dann denke ich mir, nee, Leute, wenn ihr keine Faschos sein wollt, dann dürft ihr da nicht applaudieren, haben alle applaudiert. Ich wollte nicht gegen deine Masseneinwanderungsding, das ist ja auch, also so, die Massen kommen ja erst noch. Die Klimaleute kommen ja erst noch. Aber also da wollte ich gar nicht dagegen argumentieren. Ja. Nur halt jetzt, also das kritisieren, dass sie applaudieren, wenn man sagt, Diktatur ist blöd, das die ist halt blöd. Ein bisschen einfach. Die denken, die leben eine Diktatur, das ist doch das Dumme. Wir ja. Sind gegen Meinungsdiktatur. Okay, wenn du es so betrachtest, okay, dann würde ich auch applaudieren. Ich bin auch gegen Diktatur, aber wir haben halt kein hier. Das ist das Ding, weißt du? Ich bin auch gegen 3 Meter große Einhörner, die in Weimar die Stadt vollscheißen. Bin ich auch dagegen. Kann ich auch applaudieren. Aber die gibt es halt faktisch mal, nicht. Ja, die gibt's halt nicht. Endlich sagt's mal einer. Na gut. Ich wollte dich ja nur ein bisschen sensibilisieren. Und ich bin gegen einen großen Penis, weißt du? Ja, bin auch dagegen. So, macht keinen Sinn, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Jedenfalls rieche ich mich da furchtbar drüber auf, wie man vielleicht merken kann. Ja. Furchtbar. Ja, ich will auch gar nicht zu viel sagen, weil ich war halt da ganz kurz da. Und das war eine Halloween-Aktion. Die haben alle nur ganz hässliche Dinge gesagt und gruselige Sachen gesagt, um alle zu erschrecken. Ich habe halt bei der Rede nicht zugehört. Ich musste ja mich um den Livestream kümmern. Deswegen kann ich da jetzt nichts zu sagen, ob da was gesagt wurde, wo es verwerflich ist zu applaudieren. Egal. Ich wollte es auch gar nicht so lang machen. Es war nur ein Event und ich war ein bisschen overwhelmed tatsächlich, weil es waren ein paar mehr, als ich gedacht hätte. Hm. Und es war halt diese Rede da und es war trotzdem so eine richtig krasse Stille über diesem Platz. Das war irgendwie krass. Weil sie zugehört haben. Ja, die sind nämlich hier, die sind die wahren Schlafschafe. Egal. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, pass auf, folgendermaßen. 200 Jugendliche haben gefeiert an der Uni in endlich, Weimar. Ja? Endlich mal. Party in Weimar eskaliert. Polizei muss mehrfach anrücken. Könnte auch die gleiche Nachricht sein. Ne? Stimmt. Nee, und 200 junge Menschen haben lautstark gefeiert. Nach 22 Uhr. Das ist ja wohl skandalös. Na, beim Unicampus. Die sind doch, also die Bauhaus-Assis sind zusammen zu den anderen Assis beim Wielandplatz gegangen, beim Wili. Und die sind jetzt gemeinsam zum Unicampus zusammengewandert quasi. Mhm. Und da sind jetzt öfter so Feiern. Ja. Und zum dritten Mal jetzt ein großer Einsatz bei diesem Campus. Und unser aller Freund MCM hat dabei leider aufs Gesicht bekommen. Der ist nämlich streitschlichtend irgendwo dazwischen gegangen und hat sich dann selber eine eingefangen. Oh, ja. Schlecht. Ja. Und wir wünschen gute Besserung an MCM. Ja. Und dann noch eine letzte Anekdote, dann kommen wir weg aus Weimar. Vielleicht sind die Leute gelangweilt von diesen rasanten Lokalnachrichten, aber ich finde es interessant. Ja. Ich habe einen Besowski getroffen eines Nachts diese Woche, weil ich irgendwie von 12 bis 2 noch auf dem Theaterplatz ein bisschen geskatet bin und so. Und der kam mir entgegen, hat dann gesagt, jo, hier, ich bin, hat selber Bauhaus-Assis gesagt, ist ja Aussteiger und so, er war aber völlig voll, also übelst drunk und hat dann eine halbe Stunde lang Scheiße gelabert, aber trotzdem netter Typ, ja, nichts gegen ihn, aber er war halt besoffen und hat dann ganz am Ende seinen Namen getroppt und dann hat es bei mir im Kopf explodiert, Alter, das war nämlich einer von den Kindern, bei denen ich im Waldorf-Kindergarten Erzieher gemacht habe, in meinem FÖJ. Mhm. Und der ist jetzt so eine gescheiterte Existenz. Deine Deck wahrscheinlich. Ja. Ein großes Robin, war nur Robin. Ja. Laufen Assi. Der hat halt einen sehr charakteristischen Doppelnamen. Mhm. Und da kam es mir dann wieder. Ah, ja. Witzig. Gut, das war auf jeden Fall Weimar. Ein Moloch. Nein, es war ja, also, es war ganz friedlich. Aber auch eine Party, die schief ging, war in Seoul. Oh ja, ähnlich schlimm wie am Unicampus. In Südkorea gab es... Aber ich glaube, die Stadt wird Seoul ausgesprochen. Seoul, was weiß ich. Ja. Da gab es wohl eine Massenpanik auf einer Halloween-Veranstaltung. Ja. Und da gab es, waren es nicht hunderte Tode sogar? Es sind 153 letztendlich gewesen. Das ist ultra hart.
Ich wollte jetzt nochmal nachgucken, weil es gab dann mehrfach das Gerücht, dass das ursprünglich entstanden ist, weil ein krasser Influencer in dieser engen Gasse war, wo die sich versammelt haben, und das wäre halt richtig hart. Hat er gefilmt gleichzeitig? Oder? Nee, die sind halt alle hin, weil, oh, da ist ein krasser Typ, ich wollte hier Autogramm und so, weißt du? Das südkoreanische, wie heißt der, Leon Mascher. Nicht drücken. Nicht drücken. Und sie haben gedrückt. Ich finde jetzt gerade nichts. Tja, hätte auch passieren können in Weimar oder so, oder wo hier damals Leon Mascher war, ne? Ich bin mir aber wirklich nach wie vor nicht sicher, ob wir das nicht letzte Woche angesprochen haben. Oder ich habe halt... Kann nicht sein. Ich glaube, ich habe direkt danach im Stream drüber gesprochen oder so. Deswegen. Wir hatten noch Samstag-Podcast aufgenommen und das war ja erst am Samstagabend oder Sonntag oder so. Halloween jedenfalls. Naja, gut, auf jeden Fall ultra hart, weil 156 Menschen sind es mittlerweile und 172 wurden verletzt, 33 davon schwer. Also das ist ja einfach hart, wie man quasi, man steht irgendwo rum und stirbt. Das ist echt hart. Aber kennst du das auch, wenn du auf Konzerten bist oder Festivals oder so und du bist mitten in der Menge und hast auf einmal diesen Gedanken nach, oh Gott, Love Parade und so oder irgendwelche Massenpaniken, wenn das jetzt passiert, bist du am Arsch. Nee, ich hatte das tatsächlich nach dem Bataclan-Ding, hatte ich das so ein halbes Jahr, dass ich immer auf Konzerten oder so immer so dachte, was wäre, wenn jetzt einer mit einem Maschinengewehr reinkommt. Ja, stimmt. Das ist echt übelst krank, also... Ja. Da siehst du, was das mit einem macht. Ja, genau, was das mit einem macht. Das ist so fucking unwahrscheinlich. Auch nachdem das halt passiert ist, ist es trotzdem unwahrscheinlich. Aber dass du das dann im Kopf hast. Ich war am selben Abend bei Wrestling, tatsächlich bei der WWE, als sie in Deutschland waren. Ich war Oberhausen, Hannover oder so, keine Ahnung. Und dann haben meine Eltern auch wieder angerufen während der Show ein paar Mal. Ich dachte, ich gehe da jetzt nicht ran, wenn hier irgendwie Wrestling ist. Und dann haben sie uns wieder Auto abgeholt. Ach Gott sei Dank, überall waren irgendwie in Frankreich Anschläge. Und wir wollten nur gucken, ob es euch gut geht und so. Naja. Ja. Das war krass, das stimmt. Und ich war, und es ist auch echt unangenehm, aber ich war danach auch auf einem Konzert in Wien, glaube ich. Freiluft und irgendwie 100.000 Leute. Und ist das diese Band, die wie Ärzte, wie Onkels ist? Freiluft. Genau, Freiluft, genau. Eine Freiluftband. Und. Sorry, jetzt habe ich dich rausgebracht mit diesem Mörder-Gag. Und ich habe rassistisch gedacht, ehrlich gesagt. Du hast rassistisch gedacht gegen die scheiß Österreicher, ne? Nee, nicht nur. Die sowieso, aber es sind dann an mir vorbei so zwei arabisch aussehende Leute mit Rucksäcken vorbeigelaufen. So, und die sind mir aufgefallen. Ich dachte, cool, die Band hat so viele Fans auch außen, irgendwie auch migrantisch sind und so. Mhm. Und dann haben die ihre Kalaschnikows ausgedacht und Tino, der scheiß Rassist. Oh nee, Alter. War ja klar. Das war so klar, ne? Nee, und 10 Minuten später sind die wieder rausgegangen aus dem Konzert. Mir vorbei, ohne Rucksäcke. Und vorher hatten die welche, oder? Und ich dachte, fuck. Da war einfach nur ein Bierfass drin in dem Rucksack. Und ich dachte echt so, fuck, gleich geht eine Bombe hoch. Und ich habe echt schon in meinem Gedanken so gesponnen, fuck, heute sterbe ich. Es ist nichts passiert. Ich dachte, hast du trotzdem weiter gefeiert. Das ist das einzig Logische, was man machen kann. Ich sterbe heute, ich feiere so hart, wie ich kann. Aber wären das zwei weiße Menschen gewesen, weiß im Rucksäcken, hätte ich mir dabei nichts gedacht. Du hättest gar nicht wahrgenommen, dass die Rucksäcke haben. Wäre mir nicht mal aufgefallen, genau. Aber als halt in diesem Kartoffelhaufen zwei arabische Leute waren, dachte ich, ist mir aufgefallen. Und dann mit und ohne Rucksack hatte ich echt richtig Angst. Also das war, da habe ich mich geschämt. Weißt du, irgendein drecks österreichisches Nazi-Pack hat denen die Rucksäcke geklaut und dann werden die von dir noch abgestraft mit deinen bösen Blicken. Ich hätte ja nicht böse angeguckt. Na doch, das kannst du ja gar nicht verhindern. Wenn du unterschwellig denkst, ich sterbe jetzt, da guckst du nicht fröhlich. Ja, ich sterbe. Ja, aber jedenfalls weiß ich, ging es mir genauso eine Zeit lang. Also Leute, ich heb mir kurz meinen Gummi auf. Leute, lebt nicht in Angst, aber doch, doch. Satz zu Ende. Wir können jeden Tag sterben. Nein, es ist immer ratsam, zumindest wenn man irgendwo feiern geht, zu gucken, wo der Notausgang ist, weil es kann ja doch mal ein Brand oder sowas sein. Und dann gibt es nämlich immer so eine Massenpanik wie in Seoul und dann gehen nämlich alle zum normalen Ausgang, aber die Cleveren gehen zum Notausgang und sterben dann nicht. Also, wir haben gerade unsere Wenn die Cleveren in der Mitte sind und nicht rauskommen und dann totgetrampelt werden. Ja. Ja. Also könnten auch schlau sterben. Nee, aber das ist echt krass, finde ich. Also dieses, du musst dir das vorstellen, da sind, weiß ich nicht, 100.000 Leute in dieser engen Gasse. Vorne irgendwie fällt einer um, es fallen immer mehr um und keiner kann sich bewegen, weil da liegen irgendwie 1.000 Kilo auf dir drauf. Und 3 Meter weiter feiern alle übelst, du kriegst das überhaupt nicht mit. Ja. Und gehen halt weiter auf diese umgestürzte Menge zu, weil sie es nicht checken. Das ist schon echt krass. Das ist grausam, keine Frage. Ja. Und, Biden hat getwittert, es waren auch 2 US-Amerikaner dabei. Sehr schade. Das Schlimmste immer, ne? Ja.
Nee, aber er hat davor auch schon gesagt, bevor die Information bekannt war, hat auch schon gesagt, Grüße gehen raus an die Families. Oh shit, Alter. Nee, was sagt man denn hier? Ihr wisst schon, Thoughts and Prayers oder sowas. Nee, David Guetta, so. Ja, ja. Prayers go out to the Families. Ah shit, es ist echt Zeit. Ja, Grüße gehen raus. Also. Grüße gehen auch raus an eine Frau, die gestorben ist in Berlin bei einem Betonmischerunfall oder bei einem Oh mein Gott. Genau. Das war eine Fahrradfahrerin, ja, und die wurde wohl nicht gesehen. Okay, die ist da mit dem Fahrrad vorbeigefahren, an einem Stein hängen geblieben und ist einfach kopfüber in diesen Bottich rein oder was? Ich kenne das den genauen Ablauf nicht, aber sie ist gestorben, ja, wegen eines Betonmischers. Jedenfalls. Hä? Wie kommt man da rein? Aber das ist schon dieses kleine Ding. Ich weiß nicht, ob die reinkamen. Es war einfach ein Unfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Betonmischer. Ach so, die war gar nicht drin, die ist einfach davor gefahren. Wahrscheinlich. Ich habe mir die wildesten Bilder schon wieder im Kopf. Ja, wie kommt man in diese Trommel da rein? Die ist ja nicht so groß, ja, wie eine Waschmaschine nur. Weiß ich nicht genau, keine Ahnung. Aber das ist nicht die Meldung. Die Meldung war, dass an dem Tag haben sich ja KlimaaktivistInnen festgeklebt an der Straße und dann kamen halt Autos nicht vorbei und auch die Rettungswagen nicht sofort. Aha. Da gab es sofort irgendwelche Schlagzeilen von wegen Klimaaktivistinnen sind verantwortlich für den Tod von dieser Frau. Mhm. Haben viele berichtet, wurde auch tagelang so kommentiert. Aber jetzt hat sowohl die Gewerkschaft der Polizei als auch der Feuerwehr gesagt, stimmt nicht. Erstens haben die Aktivistinnen den Unfall nicht verursacht. Die war auch so halt schwer verletzt wegen des Unfalls. Und zweitens wurde die Frau trotzdem rechtzeitig versorgt. Und es hat vielleicht ein bisschen verzögert, aber es war jetzt kein Problem gewesen. Und die Frau wäre vermutlich auch so gestorben. Ja. Das wäre spekulativ. Aber dennoch, Tino, muss man sagen, selbst wenn es hier nicht so gewesen ist, ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis das passiert, durch auf der Straße festgeklebt und man kommt nicht durch. Also es ist schon, das ist auch, wir hatten das jetzt die letzten 3 Folgen, deswegen will ich es gar nicht nochmal so groß machen, aber es trifft halt in dem Moment, glaube ich, nicht die richtigen, wenn du dich da... Selten. Kleb dich halt vorm Tagewerk fest, wo irgendwie Kohle gefördert wird oder sowas. Oder schlag. Und dann kommen da die Autos nicht rein, oder aber... Das sitzt ein Polizei in Torbahn vom Kopf oder so. Oder das sowas, kann, das kannst du machen. Ich mache jetzt mal da drüben das Fenster zu und du sagst den Leuten mal ein Gedicht auf. Ein kleiner Mensch... Nee, warte mal. Ein kleiner Mensch stirbt nur zum Schein, wollte ganz alleine sein. Das kleine Herz stand still für Stunden, so hat man es für tot befunden. Es wird verscharrt im nassen Sand mit einer Spieluhr in der Hand. So. War's das, ja? Ich habe die Pointe nicht verstanden. Oder war das Freestyle-Rap? Das ist keine Pointe, das ist einfach ein Rammstein-Text. Ach so. Okay, gut. Das hast du sehr gut gemacht. Der Weihnachtsmann wird dich auf jeden Fall ordentlich übers Knie legen. Ich hatte echt Angst als Kind vor Weihnachtsmann. Ne? Haben wir heute erst gehört. Da hat sich die Kind nicht betragen und da hat die Mutter gesagt, oh, kommt doch Weihnachtsmann, ihr kriegt alles mit. Das ist doch schizophren, ist das doch, Alter. Ja. Du wirst die ganze Zeit von irgendeinem so komischen, dicken, bärtigen Mann beobachtet. Der kann nichts dafür, der arme dicke Mann. Ja, trotzdem, der soll nicht die Kinder bespannern. Das ist ein böses Kind, dem gebe ich eine Rute. Wer keine Kinder bespannt ist Elon Musk zum Beispiel. Doch, der macht das zumindest nicht. Das kannst du so nicht sagen. Also wer irgendeinen so komischen Typen, der Kinder aus einer Höhle rettet, als Pädophil bezeichnet, der hat vielleicht selber Issues. Ich nehme es zurück, okay. Aber er hat ja Twitter gekauft und jetzt gehen viele von der Plattform runter, hat man auch schon das Thema. Ja. Mick Foley von manche auch nicht freiwillig, weil 4000 Mitarbeiter wurden ja direkt gefeuert bei Twitter. Genau, und zwar, ich habe es auch aufgeschrieben, hat den kompletten Verwaltungsrat aufgelöst. Ja, das ist halt interessant, weil ursprünglich hat er sich ja beschwert, dass auf Twitter so viele Bots sind. Und jetzt wurden aber unter anderem die Leute gefeuert, die sich ums Verifizieren kümmern. Das heißt, die offiziell Nicht-Bots-Accounts sind halt jetzt schwer rauszufiltern erstmal. Und man soll wohl auch jetzt sich also, Agra kaufen können, ob man einen blauen Haken bekommt. Ja, das war das Thema der Woche, aber es ist halt ein großes Twitter-Ding, dass die Verifizierung halt jetzt nicht mehr einfach so vergeben wird, sondern dass du für 8 Euro im Monat dir so einen scheiß blauen Haken kaufen kannst, was einfach nur absurd ist. Es wirkt halt auch richtig desperate so. Ich kann auch einen Fake-Account anlegen, von wegen Angela Merkel macht dann irgendwie 8 Euro im Monat, wird mir der Gag auch wert, weißt du? Ja. Da bin ich der echte Angela Merkel auf Twitter. Das ja, es ist ganz komisch, vor allem es wirkt halt wirklich so wie, okay, wir machen jetzt hier die totale Free Speech, was dann halt auch Hate Speech bedeutet und dann springen natürlich die ganzen Werbeleute ab, dann verdienst du so kein Geld mehr über Twitter, also muss ein anderes Geschäftsmodell her und dann, okay, dann verkaufen wir jetzt die Verifizierung an alle,
für 8 Euro. Das ursprünglich waren ja, es war ganz absurd, ursprünglich standen 20 Dollar im Raum und dann hat Stephen Hawking gesagt, ja, sicherlich nicht. Moment. Wetter nicht, nein. Der wurde von dieser Hundeflüsterin angerufen, von Jan Böhmermann. Und der andere ist Stephen King. Ohne Hawk. Ohne Hawk, Alter. Stephen Hawking hat sich aus dem Himmel gemeldet. Ihnen, tu es nicht. Tu alles. Und dann dachte er, okay, Deal, 8 Euro. Ich habe nur eine Message, die ich hier aus dem Himmel raussenden darf. Und die wichtige Nachricht ist, Elon Musk, mach 8 Dollar, das reicht völlig aus. Ja. Das war ganz, ganz absurdes Ding irgendwie. Ganz, ganz komisch. Gibt es, glaube ich, noch mehr zu, muss ich mal kurz gucken. Und Amber Heard, ihr Account ist auch jetzt nicht mehr auffindbar. Und alle spekulieren, weil Amber Heard ist ja auch eine Ex-Freundin von Elon Musk. Mhm. Und wurde sie jetzt von ihm gelöscht, war die große Spekulation. Nee, die hatte schnell ihren Account gelöscht, damit er nicht die Private Messages heimlich nachlesen kann. Das kann sein. Das ist echt ein Ding. Ich hatte auch mal vor vielen Jahren eine Beziehung zu einer Person, die war bei einer ganz furchtbaren Krankenkasse, die sie richtig scheiße fand. Eigentlich wollte sie zu einer anderen Krankenkasse gehen, die günstiger ist, bei der ich auch bin. Und sie geht aber nur nicht hin, weil da irgendwie ihr Stiefonkel oder so da arbeitet und die Angst hat, dass er ihre Daten einsehen kann. Das fand ich Wahnsinn, dass man über sowas überhaupt nachdenkt. Ja. Aber es kann sein. Kann schon theoretisch sein, ja. Ja, Tino, also du holst dir keinen Haken, ja? Nee, aber schade. Ich habe einen blauen Haken bei Facebook tatsächlich. Deswegen halte ich da auch noch lange dran fest. Ja, also wenn da das Geschäftsmodell kommt, dann springst du ab, ja. Wenn ich es behalten darf, nicht? Also ich hatte ja auch die Phase, wo ich richtig gerne mit Strangers im Internet diskutiert habe und da ist Facebook einfach die beste Plattform. Ideal. Also ja. Das verstehe ich schon, aber es ist halt trotzdem Crap, Alter. Ich habe jeden Tag so funny, nicht jeden Tag, aber ganz oft funny Diskussionen mit so widersprüchlichen Sachen irgendwie. Das ist, da nehme ich jetzt direkt erstmal einen Lebkuchen auf den Schreck. Ich hatte mal bei einem Posting, wir können jetzt mal ganz ASMR-mäßig aufgreifen. Ich habe irgendwas kritisiert bei der Tagesschau oder so und da hat mir jemand kommentiert, du blöder Hurensohn, verpiss dich, in diesem Wortlaut. Argumentativ wertvoll. Und woanders hat er kommentiert bei einer Frau, die seiner Meinung war, oh ja, ich mag Menschen, die sachlich argumentieren können und ein Like für dich. Und ich dachte mir, ja, du Arschloch. Was ich noch auf dem Zettel habe, ist Twitter und zwar die Alternative zu Twitter, die es jetzt geben soll, Mastodon. Die ich schon so ein halbes Jahr. Gibt's auch schon. Die ich schon ein halbes Jahr kenne, so durch Fest und Flauschig, weil Böhmermann das manchmal anspricht. Ich habe es mir von ihm angeguckt, ich verstehe es nicht. Ich komme echt nicht rein. Du musst ja, du guckst ja ein Porno an und dann machst du Mastodon. Ah, das mache ich regelmäßig. Ja, Mastodon, also kennt ihr das? Habt ihr euch da schon mal mit belesen, befasst? Nee. Ganz grob, aber bin da nicht. Ich habe es nicht verstanden. Wenn irgendwer da draußen von den Hörerinnen und Hörern mir helfen kann, mir einen Account einzurichten, wäre ich echt dankbar. Es wird doch nicht so schwer sein, oder? Doch. Ich glaube, du brauchst jemanden, der dich einlädt. Ich glaube, das war das. Ja, auf die Server oder so, ne? Keine Ahnung. Okay. Wie bei SchülerVZ früher, war ja auch nur mit Einladung. Etepetete. Ja, also Twitter geht jetzt hoffentlich kaputt oder so. Gucken wir mal. Aber nach wie vor halte ich es für, also es ist echt schwierig, so diese ganzen Plattformen, ne? Die so einen krassen Monopolstand haben. Mastodon und auf wohl, Twitter Elon Mastodon. Nee, Mastodon will wohl das alles verbinden miteinander. Man kann wohl Twitter, Facebook und so verknüpfen. Ja, das hat halt, das ist ja auch Teil dessen, was ich letzte Woche gesagt habe, dieses nicht Truth Social, Alter, das ist wieder Trump sein Ding. Social Truth. Alter, Climate Justice Social, das ist halt quasi. Ich glaube, ein Mastodon ist das Netzwerk, was, vielleicht erzähle ich auch gerade Scheiße, aber ne, da ist, glaube ich, das Netzwerk, was da drüber steht. Und das sind halt so einzelne, separate Dinge. Das eine ist dann halt eher wie Instagram, wo dann halt Fotos gepostet sind. Das andere ist mehr so wie Twitter halt. Und gibt es dann halt ganz viele verschiedene Themenbereiche. So habe ich das verstanden. Und ich glaube, das ist nur mit Einladung. Okay. Aber, ja. Kann mich Twitter mal einladen, bitte? Es wurde in Jena gegründet, tatsächlich. Oha, na dann. Ja, die Ostdeutschen wieder, ne? Geil. Ja. Was auch geil war, ich meine, die Midterm-Wahlen ist doch eigentlich dein Ding, oder? Ist mein Ding, ja. Mein Bruder hat mich angeschissen. Der hat gesagt, wie kann es sein, dass du jedes kleine Fitzelchen und Aspekt und Person in Amerika kennst, aber NSU verkackst. Das stimmt. Ja. Ich wusste, das fällt mir noch auf die Füße, aber also deine 120 Jahre haben mich halt ein bisschen verwirrt. Ja, sorry. Ja, ist okay. Also ja, Midterms, die sind jetzt sehr zeitnah. Genau, da werden wir auch die Wahlleiterinnen mit bestimmt quasi bei den Wahlen.
Und ich habe jetzt einfach nur einen Ausschnitt gesehen von der Heute-Show, wo sie halt angemerkt haben, dass die Republikaner gerade völlig durchdrehen in den USA. Und alle Werbespots, echt, die haben immer Waffen dabei und schießen und sagen sowas wie für Waffenfreiheit und so. Ja, die haben ja sonst nichts. Die haben halt übelst eingebüßt durch die ganze Abortion-Scheiße. Also weil da wirklich auch unter republikanisch wählenden Leuten ist man sich da eigentlich relativ einig, dass Abtreibung schon doch okay ist. Also nur die extremistischen, extremen christlichen quasi, die sind dann da so Hardliner. Und deswegen müssen sie jetzt irgendwie alle Register ziehen. Und was haben sie für Register? Natürlich die Waffen. Ja, schwierig. Aber die Projektion war ja, dass die Haus und Senat verlieren. Also das ist ja die Midterm-Wahl, die quasi, also dass wieder Kongress zusammengesetzt wird. Genau. Ja? Und aktuell haben die Demokraten in beidem knapp die Mehrheit. Also beim Senat ist es wirklich 51 von 100. Mhm. Und das auch nur durch die Vizepräsidentin. Egal. Und wenn das beides shiftet, dann kriegt Biden quasi gar nichts mehr durch. Mhm. Aber es könnte sein, durch dieses ganze Abortion-Scheiß, dass es halt doch jetzt zu einer absoluten Mehrheit wird und dann könnte halt richtig was gerissen werden, aber das ist sehr unwahrscheinlich. Es ist ja auch spannend, du hast den demokratischen Präsidenten, aber im Senat und Kongress und so hast du halt die Repis an der Spitze. Ja. Und wenn die alles abblocken von Biden, dass er halt nichts durchkriegt, dann können die Repis wieder sagen, hier, Biden hat nichts geschissen gekriegt in den letzten 4 Jahren. Na, der kann halt Executive Orders machen, die kann er eigentlich unabhängig von Senat machen. Er könnte zum Beispiel den Stoff legalisieren könnte er komplett alleine machen, theoretisch, aber macht er gerade nicht. Habe ich eigentlich gedacht, dass das so, also es ist eh schon irgendwie als Plan da, aber er könnte es halt quasi als Executive Order direkt Stempel drauf und fertig. Aber passiert nicht und ich dachte, dass das vielleicht noch so das Letzte ist vor den Midterms, um nochmal mehr Leute auf die Seite, weil das, wie gesagt, das wollen halt auch, wie bei Abortion, das ist irgendwie 70-30 oder so und das Land ist ja so gespalten in 40% oder 45% republikanisch, 50% demokratisch und der Rest ist Unabhängige. Und trotzdem sind sich die alle einig, dass Abtreibung okay ist und Gras sollte vielleicht eher legalisiert werden. Ja. Da müssen wir auch mal dazu kommen. Ich habe eine Sendung geguckt, Alter, Markus Lanz, was ist denn da schon wieder passiert? Ich habe den einmal gelobt, dass der in seinem Podcast eigentlich ganz okay ist. Und dann habe ich jetzt so einen Ausschnitt gesehen, wie Karl Lauterbach da irgendwie die Hanflegalisierung verteidigen muss. Das ist ja grausam, was der als Moderator macht. Also der versteht die Moderatorrolle auch einfach nicht. Der ist so ein emotional geladener Partizipient in diesem Diskurs. Ja? Oh, 180. Ausgabe. Nee, aber es ist echt krass. Lauterbach sagt halt so, ja, ich finde das unter einem gesundheitlichen Aspekt gut, wie wir das handhaben, weil ich möchte diese Legalisierung machen, damit quasi der Schwarzmarkt geringer bis tot wird, ja, und die Fenster dann nicht mit irgendwelchen krassen, aufgeputschten Drogen in die Sucht geführt werden, sondern halt nur reines Zeug zu einem günstigen Preis offiziell verkauft wird. So, das war der Grundansatz. Und der Lanz, Alter, 2-3 Mal. Das können Sie gerade, Sie können das als Gesundheitsminister, als Vater, Sie können das hier gar nicht moralisch vertreten, was Sie sagen. Also er hat ihm halt immer unterstellt, dass er das gar nicht fühlt, was er da gerade sagt, sondern dass er gezwungen wird, das zu sagen. So. Nee, spannend ist es ja auch, ich habe mal ein Interview gelesen von Dunja Halali, oder wie sie heißt? Halolli, genau. Ja. Genau so. Ist auch eine Journalistin, die hat mal gesagt, ihr Job ist es einfach, kritisch zu sein. Also wenn sie jemand, zum Beispiel jemand, der hat pro Cannabis, sucht sie Argumente gegen Cannabis. Ja, aber und umgedreht. Da war einer pro Legalisierung, alle anderen haben ihn zur Sau gemacht. Und er war der einzige Experte in der Runde. Ja, gut, dann geht es. Also es ist. Habe ich nicht gesehen, aber ich muss sagen, ich wollte Markus Lanz gerade verteidigen und eine Markus Lanze für ihn brechen. Ja. Dass man nämlich durchaus verstehen kann, dass er Also das habe ich auch letzte Woche, habe ich es auch schon gesehen, da war Luisa Neubauer da. Wahrscheinlich wurde mir das auch jetzt, weil ich das gesehen habe, wurde mir das wahrscheinlich per Algorithmus reingespült. Da war Luisa Neubauer da und da hat er auch so hart seine Atomagenda durch. Und das ist ja auch so ein Ding, wo man diskutieren kann, so, okay, als Übergangsweise, ne, Atomkraftwerke laufen lassen, so, kann man alles diskutieren, völlig fein. Sag aber du hast halt gemerkt, was seine Agenda ist. Und das ist so, also so persönlich auch. Ja, das ist so, nicht sein, jetzt, Frau Neubauer, jetzt weichen Sie doch mal nicht so aus. Sie hat auch nicht das elegant gemacht, so, ich spiele die ganze Zeit mit diesen Gummis rum. Die hat das jetzt auch nicht super souverän gemacht, aber dass er da halt nicht als Mittel
Mediator irgendwie ist, so, der zwischen den einzelnen Parteien vermittelt, aber nein, er kommt an, ja, aber es gibt doch gar keine andere Lösung, so geht er da rein. Was ist denn da los? Ja, du musst schon die Chance lassen, dass er sich auch verteidigen kann, und dass du halt kritisch bist, keine Frage, aber ihm auch das Tor offen lässt, auch durchzugehen durchs Tor, nicht halt vor die Wand zu laufen. Ja, Markus Lanz, mein Tor ist zu für dich jetzt erstmal. Ich war noch nicht ganz fertig mit den USA, und zwar gab es auch ein paar Ausschnitte von Leuten. Zum Beispiel ging es da um Carrie Lake, auch eine Republikanerin, und die will Gouverneurin werden von Arizona, und die wurde gefragt, ob sie denn die Ergebnisse im November anerkennen will. Und sie war so, ich werde die Wahlen gewinnen und auch akzeptieren. Und Moderatorin so, ja, werden sie, auch wenn sie verlieren sollten, die Wahl akzeptieren. Ich werde gewinnen und ich werde die Wahl akzeptieren. Ja, ja. Weißt du, und das ist halt echt so ein Ding, was auch die Heute-Show gut aufgegriffen hat. Die Demokratie wird gerade abgeschafft in den USA, weil die Republikaner es nicht mal schaffen, ihre Demokratie selbst anzuerkennen und die Ergebnisse mal anzuerkennen. Naja, was heißt nicht schaffen? Die will das ja nicht. Also das wird halt dadurch legitimiert, das zu tun, und sie sind jetzt die Einzigen in Brasilien passiert gerade das Gleiche. Bolsonaro wurde endlich abgewählt, was echt eine sehr, sehr gute Sache ist. Der Amazonas atmet auf, aber er sagt halt auch, ich akzeptiere das nicht. Das wird halt super krass normalisiert. Und solange es keine Konsequenzen gibt, warum sollte man es nicht normalisieren? Ohne Spaß, man sollte echt jeden köpfen dürfen, der nicht abtritt, wenn er verloren hat. Tino wieder radikal. Also ich sage mal, vor Schienbein treten. Demokratie muss Grenzen haben. Einmal vor Schienbein treten, aber ohne Stahlkappen. Nein. Aber Köpfen ist vielleicht ein Schritt zu weit. Er lässt sich hier Trump eine Krankschaffung holen, dass er einen Bandscheibenvorfall hat. Ich darf nicht getreten werden. Nee, nee. Doch, doch. Ja, also der Clip, den du ansprichst, ist, glaube ich, auch schon noch von letzter Woche. Ist schon ein bisschen älter, aber es ist nicht der Einzelfall. Also einige Leute. Einige, genau. Es gab auch ein Interview mit einer republikanischen Anhängerin nur. Die war irgendwie auf einer Veranstaltung so zum Thema Frieden. Da hat sie wohl auch gesagt, dass man die Clintons wohl, also sie ist Pazifistin und ich finde Krieg und Gewalt nicht gut, aber man sollte die Clintons schon alle köpfen. Das fand ich auch großartig. Ja, großartig. Ich habe, glaube ich, sonst selber zu Amerika nichts. Ich wollte euch mal verschonen, das ist die 180. Ausgabe. Doch, alles auch in den USA. Ach, na, das hatte ich mir noch aufgeschrieben. Klar, Alter, deswegen wollte ich da bei Twitter vorhin, hatte ich doch das Gefühl, da war noch was. Der hat sich nämlich, der Elon hat sich zu einer persönlichen Fehde mit AOC heraufgelassen, die ja so ein bisschen das Sternchen am progressiven Demokratenhorizont in Amerika ist, so eine junge Latina-Demokratin aus New York, die halt wirklich den American Dream gelebt hat und von tatsächlicher Kellnerin, Tellerwäscher zu Kongress quasi aufgestiegen ist. Also Millionärin quasi? Nee, ich glaube auch nicht, dass sie schon Millionärin ist. Also die ist wirklich, also die kommt halt wirklich aus schlechten Verhältnissen und hat es geschafft so quasi. Egal, und die haben sich halt zu so einem Zwist getroffen, ja. Und dann hieß es, cool, du sagst tax the rich, hat er zu ihr gesagt, und verkaufst hier Sweater für $58. Ja. Und dann hat er halt seine Reichweite genutzt, um so eine Kindergartenfeder auszutragen, und hat halt dieses Bild von dem Sweater gepostet, der aber erstens von einer Union quasi gemacht wird, was er ja immer nicht wollte, so. Also Gewerkschaft. Zweitens halt hier Fairtrade und nicht in China, sondern Amerika produziert und so weiter und so fort. Und das kostet dann halt ein bisschen mehr. So. Ja. Und das war halt so ein, haha, du sagst tax the rich, aber du verkaufst teure Pullover und so. Weil die Reichen kaufen das ja auch. Du verkaufst keine 10-Euro Pullover aus China, du bist nicht gut. Kapitalistin, du. Ich finde das einfach so absurd, dass da so, man muss es halt sagen, so Global Player sind, und dass die dann halt, dass dann solche Twitter-Beefs da ausgefochten werden, so sinnlos, schon dankes Timeline, Alter. Ich habe noch eine USA-Geschichte, danach hab ich noch eine persönliche Geschichte. Und zwar Taylor Swift belegt als allererste Sängerin weltweit alle Top 10 Plätze in den US-Charts. Mit dem neuen Album. Das was? 1 bis 10? 1 bis 10, und zwar... Ist die bescheuert? Das Album heißt... Nee, die Fans sind bescheuert. Das Album heißt Midnights, und als erste Person überhaupt... Ich bin auf jeden Fall Midnight, wenn ich das höre. Ja, Midnight erfüllt. Ja. Und alle Top 10 Plätze, das hat noch keiner geschafft bisher,
Was wohl auch daran liegt, dass ja die Charts jetzt immer auch neu bestimmt werden. Ich meine, vor 20 Jahren war es halt echt noch die puren Verkäufe und so weiter von Singles. Aber jetzt geht es ja auch in die Streams mit rein. Ist das wie auf Tinder dann, die Verkäufe von Singles? Oder? Quasi, ja. Ist das Gleiche. Weil ja auch jetzt die Streaming-Zahlen in die Charts reinzählen, ist sie jetzt auf, unter anderem, ist sie jetzt auf einem Platz... allen 10 Plätzen der Charts. Das ist schon wild, beachtlich, muss ich sagen. Ich gönn's ihr, weil ich finde sie relativ sympathisch. Ich finde die Musik ist langweilig, aber lieber sie als jetzt irgendwie Kanye West oder weiß ich nicht, wer sonst noch. Bessere Musik ist nur Friedrich Lichtensteins supergeil. Hast du das gesehen? Nein. Defense of Ukraine, Official Account, sieht man am 8 Euro gekauften blauen Haken. Aber es ist er noch nicht, oder? Nee, noch ist es nicht. Nee. Aber die haben hier so ein Video gepostet und haben fucking Kriegsverbrechen im Kosovo. Supergeil. Ihr kennt diesen Song, ne? Super süß. So, ich will nicht zu lange abspielen, Copyright und so. Aber guck dir dieses Video an, es ist richtig absurd. Da sind halt so von wegen, danke Deutschland, wir kriegen Waffen von euch, aber da sind halt einfach so Kriegsbilder zusammengeschnitten mit supergeil. Aber es ist schon ernst gemeint, das Video. Es ist so, ernst gemeint. Dankeschön Deutschland, dass ihr uns helft. Ja, auf jeden Fall. Super Bass, Super Leopard, also der Leoparden, Tank, wie sagt man? Das Panzer. Das ist ja auch eine Provokation für Russland, ne? Ja, aber das ist, was ist das für eine Timeline, Alter, wo solche Videos gepostet werden von so einem offiziellen Account? Ist es nicht krank, Alter? Wir erleben in 2022, weißt du? Und haben halt Social Media, weißt du? Stell dir mal vor, irgendwie vor, jetzt so zum Zweiten Weltkrieg. Jetzt so, ja, Napoleon so, macht hier so Videozusammenschnitte, super geil. Im Zweiten Weltkrieg, Napoleon, und, genau. Nein, nicht im Zweiten Weltkrieg, aber so ganz früher, meine ich, weißt du, so, und macht so Selfies von sich, wie man nicht sieht, dass er auf so einem ganz hohen Sockel steht, weil er dann ganz groß wirkt und sowas. Oder die befreiten Deutschen und auch die befreiten aus den Lagern, so nachdem die Alliierten kommen, sind so, oh, Dankeschön USA für die Befreiung, super geil, super geil und so. Ist schon weird. Die Ukraine sagt danke für eure Waffen. Ja. Ist echt richtig. Nee, das ist schon echt ganz komisch. Also es ist ja schön, dass sie sich freuen. Würde auch Putin wahnsinnig freuen, glaube ich, das zu sehen. Genau, das wollte ich nochmal ansprechen. Ich will noch eins ansprechen, und zwar Böhmermann hat in seinem ZDF-Magazin Royal sehr hart gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ausgeteilt. Wo viele das gesagt sehr haben, würde ich streichen. Wo viele gesagt haben, mein Freundeskreis macht, würde er ja niemals machen. Er spuckt nicht seine eigene Suppe. Aber doch, er geht schon, ich finde, relativ hart damit um, dass viele Menschen nicht angestellt sind und Existenzängste haben, die für einen öffentlich-rechtlichen arbeiten. Ja, er redet auch am Ende relativ sauer und so in den letzten 2-3 Minuten. Aber ja, auch sehr emotional, also auch und, echt emotional, ne? Ja. Und auch so, dass halt die Intendantinnen einen Haufen Geld kriegen, Geldverschwendung und so weiter. Hat auch sein eigenes Team quasi aufgegriffen, dass ja auch viele davon diese Probleme haben und nur Weiße sind und wenig divers und so. Und ist er sehr selbstkritisch und geht auch seine Geldgeber quasi an. Also ich weiß, wir haben auch im Vorgespräch da schon gesprochen, aber ich akzeptiere, dass man das vielleicht ändern kann so mit den Hautfarben der Mitarbeiter. Ja. Aber ist vielleicht nicht das größte Problem, was der Öffentlich-Rechtliche hat. Ja, also um's zu erzählen, es geht nicht darum, jetzt einfach nur aus Willkür welche Leute anzustellen, die nicht weiß sind, sondern wenn du halt eher schon ein völlig weißes Team hast und du hast eine Stelle offen. Es bewerben sich halt ganz viele Menschen, auch welche, die halt vielleicht mal schwarz sind oder woanders. Oder mal schwarz waren. Oder mal schwarz waren, wie Michael Jackson zum Beispiel. Wer weiß. Und der ist genauso qualifiziert, der schwarze Mann oder die Muslime wie die anderen Bewerberinnen. Kannst du auch mal sagen, okay, komm, aus Diversitätsgründen, um auch dem mal eine Chance zu geben, nehme ich jetzt mal die Person, die halt nicht aus Deutschland kommt. So, das finde ich völlig legitim. Nur um das nochmal zu erklären. Aber vielleicht bewerben die sich auch nicht. Kann auch sein, aber woran liegt das? Weil sie sich denken, wenn in die Ja, aber die was will er dann machen? Will er dann irgendwie in irgendeinen Hobo von der Straße holen, den Blackfacen und sagen, guck mal, wir haben jetzt auch einen. Ja, aber es gibt ja auch mal Rattenschwanz. Weißt du, wenn Menschen, die irgendwo sind, stell dir vor, du bist irgendwie schwarz oder migrantisch. Nee, keine Ahnung. Da würde ich kotzen, wenn ich einen Kamm höre. Und ich habe ja schon von Leuten gehört, auch von die so Schauspielerinnen sind, das sind ja auch viele Theater, die halt nur weiße Schauspielerinnen haben, weißt du? Und du bist halt migrantisch und gehst ins Theater und siehst nur Weiße auf der Bühne und denkst, da kann ich mich nicht bewerben, ich stelle mich doch eh nicht ein, weil ich nicht in ein Ensemble passe, alles in der eh nur weiß. Wenn du aber auf der Bühne einen Schwarzen siehst oder zwei und denkst, ja krass, die sind da offen dafür, dann bewirbst du dich auch viel eher, weil du denkst, du gibst die Hoffnung, dahin geht nicht auf, weil die halt divers sind.
Das zieht einen Rattenschwanz nach sich. Ja, Beispielfunktion, ganz wichtig. Dennoch, darum ging es in dem Beitrag nicht so ganz. Nicht nur, genau. Es sind nämlich 30 Minuten, ja, da ging es Geldverschwendung und so weiter. Geldverschwendung und prekäre Arbeitsverhältnisse. Massagesitze. Massagesitze in Autos. Ich habe das Video wirklich gerade erst zu Ende geguckt, als du hier zur Tür reingekommen bist. Deswegen, ja. Anschauen auf jeden Fall. Aber, ja, kann man schon machen. Und es ist auch interessant, dass er das halt als öffentlich-rechtlich, und der sagt auch am Anfang, das ZDF hat damit nichts zu tun, ich bin ihr Privatperson und sowas. Ja, bla, bla. Aber auch halb ironisch. Aber ich muss halt wirklich sagen, ich habe davor die Kommentare gelesen und die haben mich da angehypt und ich dachte, da passiert jetzt sonst was für eine Bombe. Und da hat es mich dann doch relativ kalt gelassen. So, vielleicht kann war das sein, falsch rum. Kann sein, weil ich ja selber auch im Öffentlich-Rechtlichen schon gearbeitet habe und ich kenne ja auch so die Konstellation, ich kenne die Filmcrews, ich kenne die hinter den Kulissen, die Leute. Ich weiß, wie es beim MDR so ein bisschen abgeht, beim Kika. Und ich kenne die Probleme auch schon länger, schon seit ein paar Jahren von Leuten persönlich, weißt du. Und es wurde echt nie angesprochen im Fernsehen und bei solchen Magazinen. Und deswegen ist es vielleicht für mich nochmal ein bisschen krasser und schöner, das zu hören, weil ich weiß, okay, krass, die Menschen werden endlich gehört. Das kann sein, dass daran ein bisschen liegt. Ich habe noch eine Geschichte zu erzählen. Ich habe Luft ist langsam raus, wie ich sehe, aber ich habe noch eine kurze Geschichte. Und zwar... Ich hole jetzt meinen Falco raus, ja? Hol deinen Falco. Oh, warum machst du die Hose auf, Tino? Was? Hier ist Falco. Nein, und zwar gibt es eine Aufnahme von ihm, sein allerletztes Konzert. Das hat stattgefunden in Österreich bei einer Lauda Air-Veranstaltung von der Fluggesellschaft. Da hat er nämlich Out of the Dark Live gespielt, was er nur zweimal gemacht hat. Auf seinem Geburtstag in der ganz miserablen Qualität auf einer Videokamera gefilmt und bei Lauda Air von guten Kameras gefilmt. Und diese Aufnahmen gab es nirgendwo. Die hatten nur ganz wenige, die keiner veröffentlichen wollte. Seit ich Fan bin, träume ich von diesem Auftritt, den live zu sehen und viele Fans auch. Und es geschah diese Woche, ein Mensch hat das Video hochgeladen von Lauda Air, von dem Live-Konzert, fast komplett, auch außer The Dark mit dabei. Geile Performance, ohne Spaß, Falco auf höchsten Spuren, ja. Aber dieser Typ, der es hochgeladen hat, nennt sich Falco Heaven. Und lädt gerne mal rare Videos hoch, aber klatscht sein Logo immer ganz groß drauf. Oh, und ohne Spaß, toll. Ein Drittel des Bildes war von diesem Logo bedeckt, was richtig hässlich ist, damit es ja keiner runterladen, neu hochladen kann, um zu sagen, es ist mein Video, ich habe mich da profiliert. Kauf ihm das Video ab für 10 Euro oder so. Und das ist noch nicht das Ding. Und zwar habe ich mich beschwert darüber, habe es kommentiert, dass ich Selbstprofilierung in dem Fall richtig ekelhaft finde. Es ist Leichenfetterei. Wenn es an Falco geht, dann hat er Spaß aber auf. Weißt du, dein Kanal besteht eh nur aus Raubkopien. Du hast niemanden gefragt, das zu machen und auch so frech sein, dein Logo da drauf zu klatschen, weißt du? Ja. Ich bin ja dankbar dafür, dass Menschen sowas hochladen. Es ist ja cool, aber dein Logo drauf zu klatschen und dich zu profilieren darüber, deine Persönlichkeit kotzt mich an. Und er hat das Video jetzt runtergenommen. Oh oh. Und es gibt Vermutungen. Jetzt steht da ganz groß, neu hochladen, Tino Ranacher war's. Und jetzt gibt es gerade irgendwie das Bedenken, dass es wegen mir war. Mhm. Aber es gibt noch andere, die sich darüber beschwert haben. Ich war halt der mit den meisten Likes auf den Kommentaren, der Erste und so. Und ich bin eh in Clinch mit dem Typen, weil er hat auch mal einen Live-Auftritt selbst von sich hochgeladen, wo er halt auf dem Stadtfest spielt, wo kein Schwein vor der Bühne war. Er hat immer so Live-Publikum eingespielt, so mit riesen Applaus, richtig schlecht. Das habe ich dann auch drunter kommentiert. Witzig. So, und hat mich auch dann gebannt von seinem Kanal. Und hat es auch gelöscht, das Video. Ja, witzig. Jedenfalls ist mir das passiert und es tut mir leid, liebe Falco-Fans, dass es lauter ehrlich auf YouTube zu hören ist, aber es gibt bestimmt noch irgendwelche anderen, die es hochladen können, die es gesaved haben oder so. Aber es war meine Verantwortung, ich stehe dazu, es tut mir sehr leid. Lauda, ja. Also von hier Niki Lauda, seine... Ja. Ja. Die waren ja Best Friends damals. Das war auf jeden Fall wahrscheinlich ein brandheißes Event. Was geben wir in der Woche? Ja, ist schwer zu sagen für mich, sag ich mal. Es ist nicht so hoch. Mhm. Aber es ist wirklich. Also, wenn. Also, Soul wäre halt schon eine krasse Meldung der Woche, Soul, so. Aber ja, das ist halt wirklich am Samstagabend, Sonntag irgendwie passiert, soweit ich weiß. Also, ich würde echt nur auf eine 4 gehen, maximal. Und das nur wegen Soul, ne? Ja, das Nachbeben halt, ne? I'm a Soul Man. Ja, ist schon sonst nicht so. Klar, also auch das mit Taylor Swift finde ich auch interessant, nee, als Musikfan. Wir müssen auch, das ist schon, ich würde tatsächlich echt auf eine 3 runtergehen, weil Herr Rodes hat schon recht, weil wir geben ja nie eine 1 oder eine 0. Stimmt. Und wenn wir jetzt eine 4 geben, was wäre dann eine 3, so, weißt du? Ja, du hast recht, dann auf 3. Also, ja. Und also, wenn Soul diese Woche gewesen wäre, würde ich auch easy auf eine 6 hochgehen, ja? Beruhigt euch, liebe Koreaner, ja? Ihr seid nicht vergessen. Aber es ist halt letzte Woche gewesen, weißt du?
Das ist viel zu lange her. Ja. So, du machst jetzt noch dein Rammstein-Gedicht hier in die Playlist oder was ist dein Plan? Weiß ich noch nicht. Was hast du denn für einen Song? Oder? Noch gar keine Lust. Hast du schon einen Song, den du in die Playlist packen willst? Hast du ein Genre für mich? Ein Genre. Lass uns. Richtig wildes Padding treiben. Oh Gott, das haben wir noch nicht für ein Genre gehabt bis jetzt. Lass mal alten Deutschrock nehmen, so aus den 80er, 90er. Alten sowas. Deutschrock, der nicht die Ärzte ist. Also, Neue Deutsche Welle. Neue Deutsche Welle. Neue Deutsche Welle. Kann ich dann eine kleine Taschenlampe brennen? Klar. Das ist schon ein Banger. Pass auf. Ich habe was viel Besseres. Ich weiß nicht, ob das als Neue Deutsche Welle. Aber es ist ja von Nena. Ich nehme die Markus-Version, weil Nena ist ja eine Schwurblerin so. Ich wusste gar nicht, dass Nena. Nee, ich glaube, sie hat das dann auch nur gecovert. Das Original ist doch nicht von der. Das war, glaube ich, der hat sogar ein Duett gemacht, aber. Okay. Also von Markus, kleine Taschenlampe brennen in die Playlist. Ich schwanke noch zwischen ein paar. Also, du wolltest guten Deutschrock aus den 80ern. Ja. Ich habe hier Rolf und seine Freunde, ganz doll mich aus dem Jahr 1882. Oh. Das ist der härteste Rock, den ihr heute hören werdet, Leute. Rolf und seine Freunde. Schwabidabidu, schwabididididabdudu, schwabdudu. Wie heißt der Song, Freunde wie wir? Nee. Rolf Zukowski und zwar ganz doll mich oder und ganz doll mich. Rolf, ganz... Ich mag Oma und Opa auch, Mamis Hände und Babis Bauch. Das hier wird es sein. Aber das ist, glaube ich, remastered wahrscheinlich. Das ist okay, ne? Solange ist die okay? Kinder noch mitgrölen. Okay, es ist nur remastered, nicht neu aufgenommen. Alter, das ist so, der goes so hard, der Song, Leute. Der wird euch echt das Trommelfell aus den Ohren rausplatzen lassen. Das ist so geil. Oh shit. Ich habe einen Song, den ich gerade sehr emotional finde. Rolf Zukowski und ganz um mich. Nee, und zwar von Gundermann. Kenn ich. Und der Seilschaft Vater. Mhm. Der Song, also der. Also Mio spielt gerade ein Theaterstück am DNT, das heißt von Vätern und Söhnen. Da singt einer vom Ensemble dieses Lied von Gundermann Vater. Und es ist so sad und so traurig, so irgendwie, uns hat das Glück verlassen und es war mal schöner und lass uns nochmal einen Kuchen backen wie früher und den alten Film angucken. Mhm. Und er kommt jetzt in die Playlist. Gundermann und Seilschaft. Aber Kuchen backen wie früher wäre dann nicht vegan, Tino. Man kann auch einen veganen Kuchen backen. Früher nicht. Ja, ging auch, aber haben die wenigsten gemacht. Ja. Also, ja, und wenn ihr dann diesen Downer gehört habt, dann hört ihr danach Rolf Zukowski und dann ist alles wieder in Ordnung. Also haben wir jetzt quasi kleine Taschenlampe brennen und ganz kleine Taschenlampe. Ja, super. Alter, da, richtig harter Deutschrock wurde da gerade jetzt. 80er Jahre Deutschrock. Schön, dass du meine Inspiration so eins zu eins umsetzen kannst. Geil. Das war eine echt schöne Ausgabe. Das war meine Lieblingsausgabe bis jetzt. Von allen 180 mindestens, ja, mindestens Platz 180. Trotzdem nur 3. Ja, von den Geschehnissen her. Ja, Harald Schmidt hat damals gesagt, die Wochen, in denen gar nichts passiert ist, da fängt ja erstmal an, dass du deinen Job machen musst, weißt du? Weil wenn was passiert, dann ist ja leicht, weißt du? Stimmt. Und deswegen. Haben wir noch zwei Hörerwünsche, ne? Und zwar immer das noch. Das sagst du jedes Mal. Wir haben auch nächste Woche noch. Aber ich hab Urlaub. Nein, wir nehmen die auf jeden Fall. Also den einen nehmen wir mindestens die Woche auf, den anderen, dann musst du halt hier diese Person of Color mal ranholen, dann machen wir das auch. Mach mal. Die Person of Color. So, ihr Person of Ohr. Danke für Lion eben jeniges. Lion. TV. Tschüss. Auf Wiedersehen. Geil. Das ist auch die Gruppe, ne? Wie jemand hier an das Mikrofon rumkrangelt.